Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Und zwar nehmen wir die nächste Welt, wenn ich denn eine finde. Die haben wir jetzt also. Da oben gab es, glaube ich, keine. Ich laufe aber trotzdem mal rauf. Nö, gab es nicht. Gut, die da hinten haben wir. Da am Wasserfall gab es eigentlich auch keine. Das heißt, wir sollten eine dieser Höhlen hier nehmen. Brock. Okay, hier gab es einen Haltstopp. Nein, Haltstopp. Da ist der Ballonfahrer. Gut, also das ist der falsche Weg. Dann bleiben wir nicht mehr so viel. Immer dieser Pfosten hier, das ist ja schrecklich. Dann bleibt mir noch der Weg da hinten. Falls der es auch nicht ist, dann bleibt uns Block. Ach ja, da oben gab es eine Welt, genau. Dann bleibt uns noch der Boss. Town Square. So, dann flieg mal, kleiner Drache. So. Was haben wir denn hier? Haben wir Hühner? Und eine wilde Kamerafahrt. Ich will jetzt mal noch nicht nachsehen, wie viele Edelsteine es hier gibt. Das mache ich da gleich. Und zack. Ein Drache. Nils. Sehr einfacher Name. Willkommen auf dem Town Square, Spyro. Leite zunächst mal zu den Stieren hinüber. Sieh dich mit der L2 und R2-Taste genau um. Naja, jetzt wird die Kamerasteuerung erklärt. Die habe ich aber selbst schon rausgefunden. Naja, guck an, da unten mal Edelstein. Die wollten sich von mir verstecken. Diese elenden Vier. So, Hühner rennen wir alle mal um. Geht's da oben was? Kann ich da überhaupt hin? Na, ich riskiere es mal nicht. So, zack, zack, zack. Und dann soll ich darüber. Ihr wisst schon. Ich will das nicht sagen. Das ist etwas, das ich nicht bei mir durchgesetzt hat, sondern bei jemand anderem. Das möchte ich nicht ausnutzen. Seltsamer Stier. Das ist ja quasi ein Markenzeichen von jemand anderem, nicht von mir. Deswegen möchte ich das auch nicht. Okay, also da muss man entweder. Die muss man anrennen, zumindest mal. Gibt es da unten was? Da auf jeden Fall habe ich da oben eine Schatzkiste gesehen, aber da unten gibt es glaube ich nichts, deswegen gehe ich mal langsam wieder von der Kante da weg. Wir kommen denn da hoch. So, vielleicht muss ich darüber. Darüber. Vielleicht kann ich erst später da hoch. Noch ein Leben. Wie viel haben wir denn jetzt? 8. Noch bin ich glaube ich nicht kaputt gegangen. Ja. Soviel zu dem Thema. Wieso macht die da auch ein Loch hin? Natürlich nur, um mich zu ärgern. Ganz bestimmt. So. Hier nochmal rauf und dann nochmal darüber. So. Dann gleich abspringen und rüberfliegen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Drachen. Devlin. Ah, danke, Spyro. Meine Flügelspitze hat furchtbar gejuckt. Wusstest du, dass du den längsten Gleitflug erzielst, wenn du am höchsten Punkt deines Sprungs die X-Taste drückst? Das ist anscheinend eine Information, die sehr wichtig ist, deswegen müssen wir es zweimal erwähnen. Es ist nicht so, dass der andere uns das schon verraten hätte, dieses Geheimnis. Der andere Drache, ich habe mir nicht gemerkt, wie er heißt. Macht er hier? Nee, oder ist das ein Eierdieb? Ich glaube, es ist ein Eierdieb irgendwo. Ja, den müssen wir natürlich dann auch fangen. Wo geht's denn hier lang? Ah, da komme ich her. Da komme ich her. Autsch. Spyro muss nach diesem ganzen Hickhack hier ziemliche Kopfschmerzen haben. Die Welt ist schon wieder ziemlich groß hier. Habe ich so das Gefühl zumindest. Kann natürlich sein, dass die gar nicht so groß sind, dass ich das nur ein will. So. Ich habe einen Treffer wegstecken müssen. Ich mache aber nichts. Dann geht's wieder zurück. Oh, da war ein gelber Kristall. Edelstein. Der gibt, soweit ich
Das ist jetzt 10 kontra 10. Wen haben wir hier? Alva. Spyro, hast du hier irgendwo einen blau gekleideten Mann gesehen? Er ist ein Dieb und er hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn fangen und das Ei zurückholen. Lauf, lauf! Ich bin ganz außer Atem. So humorvoll ist das Spiel schon. So, er ist ein Dieb. Naja, den wollen wir natürlich fangen, aber ich sehe keine Möglichkeit, weiter nach oben zu gehen. Deswegen komme ich jetzt erstmal zurück. Ich nehme den Hühnchen, nehme mir eins mit. Sparks nimmt sich eins mit. Gut, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich weiter nach oben komme. Da hoch geht nicht. Rüberfliegen, so zumindest nicht. Da oben ist er. Da oben steht noch ein Drache, da will ich natürlich hin. Und da geht's nach Hause zurück, da möchte ich noch nicht hin. Kann ich vielleicht von diesem Sprengbrunnen aus? Dann land doch mal drauf. Will er nicht? Okay, also das ist anscheinend nicht der richtige Weg. Dann versuchen wir es mal so. Ja, das hat funktioniert. Das war gut geraten, dass da eine Plattform ist. Mehr war das eigentlich nicht. Ich sammle zuerst mal die Edelsteine ein. Soll er doch mal wegrennen von mir. Das ist mir alles viel zu nah am Rand. Und ich bin nicht so gut im Rennen. Wie man sieht. Nee, ja, okay. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe so das Gefühl, dass ich hier den verfolgen muss. Irgendwie. Naja, mal sehen, ob ich den erwische. Darüber. Ich hab einen. Yes! Das ist meine größte Sorge eigentlich, die Eierdiebe. Dass ich die nicht erwisch. Denn wie gesagt, ich bin nicht so gut im Rennen in dem Spiel. Ich hab mir vielleicht schon gesehen. Wollte mal gucken hier. Die wollten sich verstecken. So, jetzt gucke ich aber doch mal nach, wie viele Steine es hier gibt. Hier gibt's auch 200 und 4 Drachen. 3 haben wir schon. Das heißt, wir sind auf sehr, sehr gutem Weg, das hier ordentlich zu machen. Da ist jetzt dieser Abgrund. Ne? Zack. Ich finde aber trotzdem noch jede Menge. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass ein paar Fünfer irgendwo zu finden sind. Jetzt sind es noch genau 50. Wären also 10 blaue. Ja, 2 von 10 hätten wir schon mal gesammelt. Dann geht's da rüber! Ja. War gar nicht mal so schlimm. Oh, ein 10er, auch nicht schlecht. Was ist damit? Also, dreimal anhauchen, dann ist das auch geregelt. Da noch ein 10er. Waren das alle? Ja. Und der letzte Drache auch noch. Sehr schön. Der will aber nicht. Doch, jetzt will er. Thor, wo ist dein Hammer? Danke, dass du mich befreit hast. Und dann so einen mickrigen Drachen, der sagt, danke, dass du mich befreit hast. Das wird dem Gott des Donners aber nicht unbedingt gerecht. Sehr schön. Da hätten wir auch alles abgeschlossen. 600 Edelsteine haben wir schon. Ich schreite voran. So, Town Square haben wir jetzt also auch. Kann ich denn nachsehen, wie viele Level es hier gibt? Nö. Ich hoffe mal, dass es in Dark Hollow kein Ei gab. Ich hoffe mal, dass ihr mir da weiterhelfen könnt. Gibt es in jedem Level einen Eierdieb? Ich hoffe doch nicht. So, ich denke mal, wieder gegen den Pfosten gerannt. Sehr schön. Das war dann jetzt das letzte Level hier. Also wir haben Stonehill, wir haben das hier hinten im Weg. Wir haben das da im Labyrinth. Da gab es einen Pfosten, an dem ich dran rennen kann. Da ging es zum Ballonfahrer, genau. Ich denke mal, hier habe ich alles. Dann gehen wir doch mal in Richtung Boss. Bottled. Ja, Schnauze auf. Toasty. Don't call it Schnitzel. Das waren doch die, oder? Ich sehe nicht so viel Werbung, deswegen sammle ich da immer nur so Bruchstücke auf. Und ich kriege jetzt hier die Eier angezeigt. Okay, wenn ich ins Pausenmenü gehe, bekomme ich auch die Eier angezeigt.
Da lässt das Spiel quasi die Hosen runter. Ja, ist ein bisschen Feuer. Aua! Okay, vor den Hunden muss ich mich, glaube ich, ein bisschen in Acht nehmen. Sollen das Wölfe sein? Ich konnte die ausweichen. Aua! Dem nicht. Okay, da habe ich noch nicht so richtig die Taktik gefunden, wie ich mit denen umzugehen habe. Geht's da nach unten? Ja, steil nach unten, mein Auge juckt. Kommt auch selten vor, glaube ich. Ja, ganz vorsichtig. Ich möchte ja schließlich nicht von der Kante stürzen. Ja, da haben wir noch ein paar mehr. Wie viel gibt's denn hier eigentlich? Hier gibt's 100 Edelsteine und einen Drachen. Alle holen. Okay, ich könnte versuchen, schnell mit Feuer zu arbeiten. Okay, auf die zulaufen und anfauchen, anspeien, spucken mit Feuer. Das scheint eine ordentliche Taktik zu sein. Und dann springen sie an mir vorbei. Einfach in Bewegung bleiben. Sehr schön. Okay, der Weg spaltet sich in zwei Richtungen. Natürlich nicht. Aua. Mir gefällt auch nicht, dass der sich immer auf mich drauf fallen lässt. Ich habe keinen Sparks mehr. Das heißt, glaube ich, dass ich noch einen Treffer aushalte und dann ist vorbei. Und zum zweiten bedeutet das, dass ich die Edelsteine selbst einsammeln muss. Das ist bitter. So. Da vorne ist zumindest mal ein Drachen. Den werde ich jetzt gleich mal holen, damit ich gespeichert habe. Nevin. Nach Sinnoh hat die Artisan-Welt einem seiner fiesesten Gupane anvertraut. Auf geht's! Es ist Zeit für dein Barbecue! Sei vorsichtig, Spyro. Dieser Busch ist mit allen Wassern gewaschen. Das werde ich ja sehen, mit welchen Wassern der so gewaschen ist. So, ich glaube, das wird dann automatisch gespeichert, wenn ich einen Drachen rette. Deswegen gehe ich jetzt zunächst mal da lang. Denn da gibt's Edelsteine, die möchte ich natürlich alle haben. Ja, so viel zum Thema noch ein Treffer und dann ist es vorbei, aber zum Glück hat das ja hier gespeichert. Oh, jetzt sind die anderen Hunde auch alle wieder da. Gefällt mir nicht. So, einen Hund hätten wir. So, den möchte gerne Gandalf, da habe ich auch mal aus dem Weg geräumt. Gut, hier ist dann soweit nichts mit dem Rennen. Wie gesagt, bin ich vorsichtig. Hier geht es ziemlich weit runter und ich möchte nicht zu viele Leben verlieren. Schließlich bin ich Anfänger in dem Spiel. Aber die Gegner hier könnte ich kaputt machen, damit ich wieder mein Leben auffüllen kann. Ja, denn für jeden besiegten Gegner bekomme ich so eine seltsame Kugel. Und die hilft mir dann doch. Geh weg. So, was ist mit dir? Der hüpft hier so rum. Ja, es ist ein Schaf. Ein Schaf auf Stelzen. So, jetzt immer schön in Bewegung bleiben. Dass man hier nichts erwischen kann. Jetzt guck ich doch mal. Wie fehlen mir jetzt noch? Keiner mehr. Geschafft. Das war der Gegner? Naja. Naja. Das fand ich jetzt nicht so sonderlich schwierig. Mal abgesehen von dem einen Tod, den ich da hatte, war das ja jetzt nicht so schwer. 700. So. Haben wir dann jetzt hier alles? Sieht ganz so aus, nicht? 12% vom Spiel haben wir schon. Yes, ein Zehntel. Ein bisschen mehr als ein Zehntel. Na, hier kann ich Energie sammeln. Das mache ich doch gleich mal. Einmal brauche ich noch eins. Noch ein Schäfchen. Komm her. Das. Nee. Brauchte ich nicht. War schon voll. Jetzt muss ich wieder den Weg finden zum Ballonmensch. Ich glaube, der war es nicht. Doch, der war's. So, ich will in eine andere Welt. Marco, der Ballonfahrer. Gut gemacht, Spyro. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst.
Du kannst jetzt in die Welt der Peacekeeper fliegen. Zu den Peacekeepers. Ich hoffe mal, dass ich hier alles erledigt habe. Ihr dürft gerne in die Kommentare dann reinschreiben. Nein, du Idiot, geh doch zurück.